Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time Aportia. Wir müssen Panda-Mausmasken herstellen und ich glaube, wir müssen ein paar von den netten Tieren dafür. Wie viel brauchen wir? 3 pro Stück, 15. Ach ja, ich wollte noch ein bisschen Dünger herstellen. Ich brauche Dünger. Dünger. Mhm. 3. Super. Danke. Ja. Schlachten wir einfach mal ein paar Pandamäuse. Muss auch mal sein, weil die sich ja hier so stark vermehren und so. 15 Flügel. Krass. Ja. Kann ich noch irgendwas Lustiges erzählen? Ich finde das mit Corona zurzeit sehr lustig. Also mit dieser Maskenpflicht. Also ich meine, Deutschland ist ja eigentlich das einzige Land, was irgendwie Maskenpflicht so halbwegs ernst nimmt. Also es gibt Leute, die das nicht tun, zum Beispiel ich. Und dann gibt es ja Leute, die so mega draußen sind, so, oh, warum trägst du keine Maske? Wir werden alle sterben. Wenn du auch mit dieser Maske Corona hast, dann nützt dir die Maske auch einen Scheiß. Meine Maske, die ich besitze, die ich notfalls immer aufsetzen muss, hat übrigens einige Ketchup-Flecken. Lippenstift ist innen, da ist ein schöner Abdruck. Dann ist noch Schokolade hängt am Bügel. Ich finde, ich habe die Maske kreativ verschönert. Also ich benutze sie halt auch schon länger. Wenn mir das hier am Arsch vorbeigeht. Ich halte ja nichts von diesen ganzen Panikmachen-Zeugs und ja. Habt ihr schon mal mitgekriegt? Ja, fahren wir mit dem Aufzug hoch, um noch ein paar neue Pandamause zu finden und die ein bisschen auszuschlachten. Brauchen ein paar Fledermausflügis. Das ist wichtig. Ja, das ist schon lustig. Bei mir geht es halt echt komplett am Arsch vorbei. Also, ey, komm. Es sind doch 3 so Pfeile. Ich sehe aber hier halt nur. Bin ich echt dämlich? Also, ich sehe das hier eine. Cool, das ist das zweite. Cool, und wo ist jetzt das dritte? Zeig mir doch dann noch eins an. Das ist irgendwie hier oben im Nichts, oder was? Ach nee, hier hinten. Ah, auch eine Töpf-Töpf. Nee, möchte ich jetzt gerade nicht machen. Ich habe gerade Aufträge. Wenn ich mal keine Aufträge mehr habe, dann bauen wir mal ein paar Töpf-Töpf-Haltestellis. Ich benutze die auch nicht. In Kroatien ist auch immer so ein lustiger Zug vorbeigefahren und ja, der wurde halt dann von mir als Töff-Töff bezeichnet. Weil ich konnte das jetzt nicht als Zug bezeichnen, weil dafür war das halt echt klapprig beieinander. Und eine andere Bezeichnung als Töff-Töff ist mir gerade nicht eingefallen. Ich wurde ein bisschen blöd angeschaut, aber die haben ja da auch alle Deutsch gesprochen. Da waren auch nur so Deutsche und das war schon lustig. Einfach so ein paar Kumpels aus der City getroffen, also wo halt bei mir in der Stadt wohnen, wo ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, einfach mal so in Kroatien getroffen, weil die halt da auch im selben Hotel halt Urlaub gemacht haben. Das fand ich schon sehr lustig. Wo sind jetzt diese Fledermäuse da? Was sind da unten? Schlurpies. Das sind da auch Fledermäuse. Also Pandamäuse. Wir greifen auf die Schlurpies an. Dieses blaue Leder, das wird irgendwann notwendig werden. So für einen Auftrag wird es notwendig sein. Und dann sind wir froh, dass wir es besitzen. Ich möchte ein geileres Schwert haben, was funktioniert und nicht so wie dieser Schrott hier ist. Ah, diese Schlurpies. Hört auf, mich anzugreifen. Ich muss euch doch nicht töten, wenn ihr mich angreift. Ja, auf jeden Fall mein Urlaub in Kroatien war schon lustig. Auch dieser überchlorierte Pool, weswegen ich jetzt blonde Haare teilweise habe. Sieht ganz lustig aus. Ich bin so am überlegen, ob ich mit Rot drüber färbe oder ob ich sie blondiere. Aber ich bin gerade eher so für. Meine Haare sind eher am Arsch. Ich lasse sie gleich so, wie sie sind. Also, ich war halt das letzte Mal vor so
zweieinhalb Jahren beim Friseur. Ups. Meine Haare, das fällt auch nicht weiter auf, dass sie halt übelst kaputt sind. Das interessiert halt auch keinen irgendwie. Alle, also, ich wundere mich nur, boah, ich habe lange Haare und die sehen so gesund aus. Und wenn die hören würden, dass ich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr beim Friseur war, ich glaube, die würden alle einen Anfall kriegen. Zum Beispiel meine Oma, die irgendwie gefühlt wöchentlich zum Friseur geht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit meinen Haaren los ist. Ich benutze jetzt auch keine 20 Haarpflegeprodukte wie andere Leute, sondern ich habe halt so ein Shampoo. Hin und wieder verwende ich eine Haarkohle-Spülung. Aber halt auch nicht jedes Mal, wenn ich hier wasche. Und ich wasche die halt jetzt auch nicht täglich, weil meine Haare sind sehr speziell, wenn ich die andauernd waschen muss. Und ich habe eigentlich übelst die Locken. Ich muss mir die jedes Mal flicken. Und ich hasse meine Locken. Ich glaube, ich brauche noch einen. Ey, das ist das abgestürzte Ding von Dingsy. Ach, die Viecher, die mag ich nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung es heimgeht. Die kacken mich schon wieder an. Ey, da vorne sind Schnuppels. Da hat was an mir vorbeigekackt. Ja, das war schon lustig im Urlaub. Hör auf, mich anzuspotzen. Ah, Level 7, Level 10. Puh. So, da hätten wir auch alle komplett. Aber wenn ich da hinten runterjumpe, nicht. War einen coolen Ort. Ja, da sind noch ein paar Panda-Mäusis. So, fürs nächste Mal gleich noch eine Maske mehr haben oder den Juba, glaube ich, mag die. Und der Tobi. Ja. Also ich finde es mit den Maskenpflichten halt übertrieben. Einfach in Österreich hält sich keiner dran, in Kroatien hält sich keiner dran und Deutschland verhängt keine Ahnung, was für Strafen dafür, wenn du dich nicht dran hältst, wo ich mir halt denke, so die Dinger sind halt unnütz. Ich darf jetzt auch wieder Partys mit 100 Leuten in meiner Wohnung machen, ohne Maske, ohne Mindestabstand. Also nicht, als hätte ich das jeweils nicht getan, aber ich darf es jetzt wieder offiziell, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Polizei gleich vorbeischaut. Und ich finde das halt echt... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann mich zwar im Laden nicht anstecken, dank dieser tollen, undurchlässigen Maske, aber Hauspartys, die sind safe, da kommt eh keine Sau oder so. Keine Ahnung, was die Leute sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich nicht so viel. Komm, machen wir eine mehr. Haben wir gleich 6 Stück, dann kriegt der Tobi noch eine. So, wer braucht die? Irgendwer braucht so eine schöne Panda-Maus-Maske. Ist der Gast so gerade in den Nieren? Ja, die sind gerade da. Kann ich mal vorbeischauen und ein bisschen labern. Ah, und Geber. Oh, mir tut schon wieder alles weh. Ich hock hier auf den Schuh wie so ein Krippel. Boah, jetzt ist schon 22 Uhr. Ich frage mich gerade, warum es dunkel wird, also dunkel ist draußen und denke mir so, ist doch erst so 9, oh, 10. Passiert. Ich bin auch heute erst seit 6 wach. Ist ja kein Problem, ich bin topfit. Ich habe heute nicht nur Überstunden gemacht. Ja, puh, sind's halt nicht da. Passiert. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Da vorne blinkt was. Blink, blink, blink. Angriff. Es blinkt, da muss man angreifen. Ich weiß nicht mehr. Ah, Sam. Mit dir machen wir zurzeit voll viel. Hallo, Bro. Danke, wenn du ja, das hast du gestern auch schon gesagt. Okay, cool. Ich weiß jetzt auch nicht, für was du genau... Vielleicht wollen die sich als Pandamäuse tarnen oder so. Wäre ja schon möglich. Das ist die May, die Carol.
reden wir mal mit diesen Leuten hier. Ja, bye. Ich habe so viel Kohle, ich könnte den ganzen Laden leer kaufen. Thank you for getting that game room at Django's up again. Ey, cool, einfach mal so 10 Freundschaft mit dem Bro hier. You need any supply. Goodbye. Ja, cool. Goodbye. Das ist schön. Hast du vielleicht auch noch so 20 Freundschaft an uns zu vergeben? Hey! Hey! Man should be as strong as... Ja, cool. Bye. Ja, okay, dann war's das jetzt mal mit der Folge. Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Mama, Time Report hier. Bis dahin. Tschüss.